an die Bässe. Ich bin Franka, das ist mein Bass und ich hoffe, ich kann euch das Bassspielen etwas näher bringen und ihr habt genauso viel Spaß daran wie ich. Ja, warum eigentlich der Titel Mädels an die Bässe? Also es ist so, dass ich selber, seit ich 15 bin, schon Bass spiele. Jetzt bin ich 33, das heißt, es sind ein paar Jahre. Und ich habe in verschiedenen Bands gespielt und dabei immer festgestellt, dass ich wenig Mädels treffe, die auch Bandinstrumente spielen. Das heißt, es gibt zwar immer mal Mädels, die singen und so weiter, aber richtig Bandinstrumente, Bass spielen, Gitarre spielen, Schlagzeug spielen, das trifft man doch eher seltener. Und mir macht es einfach so viel Spaß, Bass zu spielen, dass ich mir wünsche, dass auch andere Mädels das vielleicht für sich entdecken. Und vielleicht kann ich auch so ein kleines Vorbild sein für euch, damit ihr merkt, dass der Bass natürlich auch ein Instrument für Mädels ist. Und natürlich freue ich mich auch, wenn Jungs zuschauen. Ja, warum sollte ich eigentlich Bass spielen? Ich will mir jetzt ein Instrument beibringen und weiß noch nicht welches. Warum sollte ich den Bass nehmen? Also ich finde, der Bass ist ein gutes Instrument, um in eine Band einzusteigen, ohne schon wahnsinnig viel vorher geübt zu haben, ohne schon wahnsinnig viel vorher zu können. Das soll jetzt keine Abwertung des Basses sein, aber es ist einfach so, dass es auch am Anfang ausreichen kann, nur die Grundtöne und einen einfachen Rhythmus in den Songs in einer Band zu spielen und sich dann innerhalb der Band weiterzuentwickeln, und dann kann man halt mit dem Bass ganz tolle Sachen nachher machen. Und ja, es ist so, dass der Bass etwas simpler aufgebaut ist als die Gitarre, hat ja nur 4 Saiten, die sind etwas weiter auseinanderliegend, lassen sich, wie ich finde, dann auch etwas leichter greifen. Und natürlich ist reizvoll am Bass, dass er zwischen Gitarre und Schlagzeug eigentlich liegt in einer Band. Denn einerseits orientiert er sich natürlich an der Gitarre, ist natürlich eine Gitarre, denn wir spielen damit ja Melodien. Und andererseits orientiert man sich eben auch am Schlagzeug und gibt auch den Rhythmus vor. Man gehört ja zur Rhythm Section, sagt man ja, zusammen mit dem Schlagzeuger in einer Band. Und somit vereint der Bass eben Melodie und Rhythmus, und das finde ich sehr reizvoll. Ja, also ich hoffe, mein erstes Video hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr einfach mal Kommentare abgebt und mir sagt, was denkt ihr denn? Warum gibt es relativ wenig Mädels am Bass, an der Gitarre, am Schlagzeug etc.? Und vielleicht auch, wenn ihr jemand seid, der das auch gerne lernen möchte, Bass zu spielen, was würde euch denn interessieren? Welche Videos soll ich denn für euch vielleicht mal machen? Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch viel Spaß.